schön sieht es an der Amalfiküste aus. Leider sieht unsere Amalfiküste noch nicht so aus, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin und damit herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Italien-Videoblogs. Wie man hier schon ganz schön sehen kann, unsere Unterkonstruktion ist schon beinahe fertig und die nächsten Schritte sind im Prinzip eine Riesenmasse von Gips hier drauf, dann kommen Häuser und Seen noch hierhin, aber bis dahin vergeht natürlich noch ein bisschen Zeit. Bevor wir hier ins Detail gehen, müssen wir natürlich erstmal die Landschaft gestalten. Das heißt, diese ganz bestimmten Formen, die es in Italien gibt und dieser mediterrane Flair, ganz wichtig. Und um euch mal zu zeigen, wie wir an diese Felsgestaltung rangehen, hüpfen wir mal ganz kurz in die Schweiz. Ja, und so schnell bin ich in der Schweiz. Ja, das Ganze hat hier im Prinzip so angefangen wie in Italien auch. Das Ganze steht auf einem Stahl- und Holzfundament. Dann haben wir ca. 5 Tonnen Gips hier drauf gemacht. Und dann wurde modelliert anhand von Bildern und bestehenden Teilen hier von der Anlage. Ja, der größte Unterschied ist natürlich, die Schweiz ist ein Hochgebirge, Italien ist ein Küstengebirge. Das Hochgebirge ist sehr schroff, sehr scharf, sehr kalkig, sehr granitig und der Farbton ist natürlich grau. Italien sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ist natürlich eher mediterran. Hört sich nach einer großen Herausforderung an und eine Modellbauerin von uns hat sich diese Herausforderung gestellt. Und die treffen wir jetzt im Italienabschnitt. Wir haben hier Sandra, die sich der ganzen Gestaltung und dem originalen oder dem detailgetreuen Umsetzung der ganzen Amalfiküste dieser Herausforderung angenommen hat. Was war denn so der erste Schritt für dich mit diesem Italienabschnitt? Der Anfang? Ja, der Anfang, den haltet ihr eigentlich in der Hand. Ah, okay, Papier. Erster Schritt für mich, weil also, ich noch nie... Wir können uns natürlich auch gerne hinsetzen, ja, das ist ein bisschen angenehmer. Ja, ein bisschen gemütlicher. Ich war noch nie an der Amalfiküste, insofern war natürlich klar, ich muss erstmal ins Internet. Ja. Und zwar Bilder gucken, wie sieht es da eigentlich aus, Recherche betreiben. Genau. Genau. Hab also hier ein paar Bilder rausgesucht. Mhm. Das ist Atrani. Atrani. Haben wir eben schon gesehen, ein ganz wunderschöner Küstenort und auch sehr typisch für die Amalfiküste. Da gibt es mehrere Orte, die sehr ähnlich aussehen. Mhm. Aber mein Spezialgebiet ist ja der Felsen. Ne? Der Felsen, also, ja. Den geht es ja hier auch demnächst erstmal. Es ist sehr gelblich, teilweise so fast ins Orangene geht das. Es ist ein sehr warmer Ton irgendwie. Mhm. Ja, das sieht man auch. Hier siehst du es auch nochmal. Ah, ja. Das ist ja fast schon orange, ne? Also genau, hier, das ist je nach Licht. Ne? Und der nächste Schritt war natürlich auch, also einmal im Internet zu gucken, aber wir sind ja auch tatsächlich nach Italien gefahren. Das war natürlich die allerbeste Vorbereitung. Wirklich Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen. Ja. Und das besondere Highlight unserer Reise war eine Bootstour an der Küste. So, los ging es hier in Atrani. Ja. Hier entlang. Da entlang, da entlang. Und hier haben wir einen Stopp gemacht. Das ist ein ganz interessantes Haus, was so am Felsen oder im Felsen gebaut ist. Mhm. So sieht es aus. Oh, was wir auch noch bauen werden. Das war natürlich toll, das mal in echt zu sehen. Und in diesem Fall ist es ganz spannend, weil dieses Gebäude so in den Felsen übergeht. Also ja, das ist ja der gleiche Stein und man sieht gar nicht so richtig, wo Gebäude ist, wo der Felsen anfängt. Mhm. Und das war natürlich toll, das wirklich mal live zu sehen. Ja, das glaube ich. Und an welchem Projekt arbeitest du jetzt gerade? Ich habe mehrere Projekte, das ist eins davon. Ja, cool, dann lass doch da mal hingehen. Ja, gerne. Hier siehst du ein Modell von mir, Amalfiküste, wo ich mit der Farbe probiert habe. Ne? Mhm. Also du siehst so ein bisschen diesen warmen Farbton. Ja. Und hier neben sind zum Beispiel Bilder, die ich verwendet habe. Da siehst dieses rosane Licht. Und da dachte ich so, mal gucken, wie weit man ins Rosa gehen kann, ohne dass es halt kitschig wird oder so. Ja, ja, klar. Und, aber das wirkt schon sehr im Mediterranen. Und habe eben auch diesen Himmel dahinter gebaut auf einer Platte, um so ein bisschen diesen gesamten Eindruck zu haben. Ne? Das Meer drunter, dass man einfach so ein bisschen in dieser Szenerie drin ist. Und du siehst davor, das sind so meine Vorstudien, kann man sagen, die ich gemacht habe. Ja, das heißt, ich habe erstmal Bilder angeguckt und wirklich genau hingeguckt, welche Farben sehe ich denn hier. So dieses... Sandfarben, so ein beigen Farbton, dann teilweise so. Ja, den findet man ja hier auch dann. Genau, so ein bisschen der Grundton vielleicht. Und dann habe ich so dieses Goldene, finde ich so Goldocker heißt das. Das habe ich dann auch so in diese Höhlen, also da, wo das Licht so im Schatten reflektiert wird, da ist das manchmal so ganz intensiv golden. Okay. Irgendwie ist mir aufgefallen. Also beim so. Es wirkt schon wärmlich. Mhm. Also es wirkt so
als wäre es nicht, sag ich mal, aus Deutschland oder aus der Schweiz, sondern es wirkt wirklich sehr warm, wenn ich mir das anschaue. Genau, das war auch so das, was ich halt versucht hatte. Dieses Modell soll jetzt ja nicht auf die Anlage kommen, oder? Nee, genau. Das ist nur ein Testmodell gewesen, wo ich eben mit den Farben experimentiert habe, mit den Formen, dass man nachher auf der Anlage weiß, wie wir den Berg am besten bauen können. Mhm. Ja, und damit ihr mal wisst oder erfahrt, was es denn eigentlich heißt, so ein kleines Meisterwerk zu bauen, wollen wir anhand eines kleinen Modells euch die einzelnen Arbeitsschritte mal zeigen. Ich habe jetzt ein paar Vorlagen von verschiedenen Bergstücken aus der Amalfiküste. Zum Beispiel so diesen Teil finde ich ganz interessant oder den hier oben. Da sind so diese Schichten ganz gut zu erkennen. Ja. Genau, und ich zeige dir mal, wie wir da vorgehen. Den lege ich mir daneben, dass ich immer wieder drauf gucken kann. Und ich habe hier so Styrodur-Teile. Das sind so Reste, kann man sich eigentlich ganz verschiedene nehmen. Auf der Anlage bei uns muss man sich das vorstellen, das ist, drunter ist eine Holzkonstruktion, aber ich kann mir in so einem kleinen Modell ruhig so Styrodur nehmen. Das ist total praktisch und es ist super leicht. Also so arrangiere ich mir sozusagen die Teile jetzt hier hin. So, ich fixiere mir das mit Heißkleber. Okay. Und so einfach nur ordentlich Kleber drauf. Soll ja auch halten. Genau. Und Heißkleber ist einfach super praktisch, hält richtig gut. So, das mache ich so weit ungefähr. Ja. Und darüber kommt ja die Gipsschicht für den Berg. Und die sollte möglichst 5 cm dick sein. Das heißt, du musst dir das jetzt noch 5 cm drumherum vorstellen. Das heißt, das Ganze wird nochmal wesentlich größer. Okay. So, das ist der erste Schritt gewesen. Jetzt kommen wir zum Fliegendraht. Okay. Handschuhe. Dazu, genau, ziehe ich mir mal Handschuhe an. Dafür habe ich hier so eine große Rolle. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, das ist ganz schön pieksig. Also deswegen die Handschuhe. Und eigentlich müsste ich längere Ärmel haben im besten Fall. Ja, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich fange an einer Seite an und tacke mir das fest. Okay. Manchmal muss ich irgendwann auch den Draht einschneiden. Mhm. Also meinetwegen, das finde ich jetzt ganz schön hier. Das ist so ein bisschen faltig. Im Gebirge sind ja auch immer so Falten, die sich bilden. Wir können auch hier noch so eine Höhle vielleicht reinbauen. Eine Höhle, Ist doch gut, oder? Das finde ich gut. Dann machen wir hier so. Ja, und so baut man eine Höhle. Auch nicht schlecht. So? Das darfst du mal. Bumm. Ja. Da. So, vorsichtig reinrieseln. Ja. Ups. Ja, jetzt bleibt schon was liegen. Das müssen wir allerdings jetzt überall hinbekommen. Okay. Jetzt jetzt kommt der Rührer. Ja, denn du darfst. Und ich fange an, du darfst das, wenn du Lust hast, gleich zu Ende rühren. Gerne. Also ich fange an, das mal so ein bisschen reinzurühren und dann, ich rühre noch ein bisschen. Ja. Jetzt hat er eine ganz gute Konsistenz. Ja. Relativ cremig noch, aber den kann man dann ganz gut auftragen. Und ich gehe da so vor, dass ich den Gips mit dem Spachtel so ein bisschen in dieses Gitter reinrühre. Ja. Also du siehst, es ist relativ weich, aber das ist okay. Ja, also du trägst auch dann wirklich so einfach Masse drauf. Genau, so richtig schön Masse auftragen, also mindestens 2 cm dick sollte das jetzt sein. Auf der Anlage würden wir 5 cm machen, aber in diesem kleinen Modell machen wir jetzt ein bisschen weniger. Also immer so ein bisschen hin und her. Und dann zack, ordentlich Patsch. Drauf. Gips. Das letzte Mal irgendwas mit Gips gemacht war, glaube ich, als ich 10 Jahre alt war und mir meinen Arm gebrochen habe. Achso. Das war deine letzte Erfahrung mit Gips? Meine letzte Erfahrung mit Gips, ja. So, der Gips ist getrocknet. Wir können jetzt anfangen zu modellieren. Ja, super. Da haben wir hier schon so einen kleinen Schutzwall aufgebaut, dass nicht zu viel Krümel runterfallen. Genau. Sehr schön. Damit wir einigermaßen sauber bleiben. Sehr gut. Es gibt so verschiedene Werkzeuge, mit denen man das bearbeiten kann. Einmal so ein Stemmeisen. Ja. Das nehme ich vor allem. Das finde ich, das ist super gut geeignet. Das zeige ich dir gleich mal. Und dann habe ich noch so ein paar andere Werkzeuge, die ich dir einfach gleich zeige. Ja. Wir fangen vielleicht mal mit dem hier an. Okay. Das ist so das Basic-Instrument. Okay, ich schaue erstmal zu. Du guckst einfach mal zu und also ich stütze das immer mit meiner anderen Hand nochmal ab, damit man nicht irgendwie abrutscht.
Du kannst da jetzt relativ mutig reingehen. Okay. Je mutiger, desto besser. Okay. Dass man erstmal so eine schöne Oberfläche kriegt. Ja, genau. Okay. Und da könntest du auch mal ein anderes Werkzeug nehmen. Ja. Wir nennen es die Kralle. Die Kralle, okay. Und wenn die zum Einsatz kommt, ist das, muss ich mir überlegen, wo möchte ich eine tiefe Furche haben zum Beispiel, kann ich sagen, hier lang. Ah, dass ja. man auch mal so, dass der Berg auch mal so in größere Einheiten eingeteilt mhm. wird. Also nicht alles so klein, sondern dann kannst du die so richtig schön durchziehen. So. Mal so ein bisschen Ding. Durchziehen, mhm. dass da mal so eine kleine Ebene reinkommt auch. Kannst du eigentlich mit dem Stemmeisen schon alles machen. Wenn du jetzt ein bisschen feinere Linien haben willst, ist ja. dieser Spachtel gut geeignet, finde ich. Weil mit dem kannst du dann wirklich ah ja, mit dem kann man dann so ein bisschen feiner reingehen. Mhm. So, ne? Mit der Drahtbürste kannst du so diese Linien ganz gut da rein. Ah, siehst du? Okay. Ja, das sieht man auch hier ganz gut. Dass das wird so ein bisschen rauer dadurch. Genau, ich gehe auch noch mal hier lang. Mhm. Spannenden Teil. Ja. Also spannender als Tiefengrund auf jeden Fall. Okay, spannender als Tiefengrund, das ist schon. Nämlich ja, die Farbigkeit. Und im Grunde geht das immer so in drei Schritten. Also einmal haben wir eine Grundierung in einer Farbe. Mhm. In dem Fall soll das sehr warm und hell werden. Und dann kommt der zweite Schritt, eine dunkle Lasurschicht. Mhm. Da werden dann die ganzen Vertiefungen sichtbar und die Rillen mhm. und so weiter. Dann kann ich natürlich noch ein paar Farbigkeiten reinbringen zwischendrin, also mhm. so Rot-Grüntöne, mhm. Moose, was auch immer da auf so Felsen wächst. Das macht es dann nachher spannender. Und ganz zum Schluss, eigentlich der dritte Schritt ist so das Granieren. Mhm. Das ist nochmal so eine Helligkeit mit ganz trockener Farbe oben drauf geben. Mhm. Genau, wir fangen aber jetzt mal mit der Grundierung an. Ja. Und wenn das so ein bisschen unregelmäßig wird, sieht das eigentlich auch ganz spannend okay. aus, weil der Felsen ja auch nicht überall gleich ist. Und dass ja, der ganze Felsen damit bedeckt ist. Und ja, ich gehe dann auch, tupf auch wieder so rein, sodass so auch so, in diesen auch Nischen diese so was drin rein. Ist. Genau. Okay. Jetzt kommen so die kleinen Akzente in verschiedenen okay. Farben. So ein bisschen Moos und okay. Moos. Grün und Rot. Dass das nachher dann, ein bisschen spannender ist. Ja. Ja. Du nimmst Grün. Also, und ja. jetzt bei unserer Insel zum Beispiel. Kann man ja sagen, da wo das Wasser gegenspült, das da so ist auch so Algenbildung okay. und sowas. Also das heißt, hier würde ich schon mal so ein bisschen mit okay, vielleicht so einem Grün arbeiten. Grün. Ich finde gerade ganz spannend hier diesen frische Alge. Streifen, den wir hier so ein bisschen drüber gesetzt haben. Ja. Und da kann ich einfach mal so komplett von hier nach da vielleicht mit einer Farbe rübergehen. Okay. Mach mal vor und mach ich, mal vor und du guckst einfach. Ich guck mal zu und guck ja. mal, ob ich mich da dran traue. Okay, das ist zu dünn, sehe ich gerade. Das ist zu viel. Nein, das ist nicht Nein. zu viel. Das sieht erstmal ganz gemein aus und denkt ja, so, oh, ey, so schön. Der ganze so Berg schön. Ist weg. Aber die Rillen sollen ja, in den Rillen soll es richtig dunkel sein. Mhm. Aber du siehst, ich kann nachher von dem oberen mich wieder einiges so runterwischen. Ne? Mhm. Und deswegen ist das echt gut, wenn man wirklich Farbe mutig rauf streicht vorher, also grün-rot, weil, so, grün-rot, damit ja. man das überhaupt durchsieht. Ne? Also ja, ja, das stimmt. War da teilweise auch jetzt noch zu vorsichtig. Wir haben jetzt die Lasur komplett aufgetragen mhm. und ich habe hier in den Vertiefungen sehr viel Lasurfarbe verwendet, also mhm. dass es so richtig schön dunkel ist, dass es einfach noch mehr nach Vertiefung und Schatten aussieht mhm. und dagegen haben wir ja hier diese ja, Sonnenterrassen, kann man sagen, Licht. Mhm. Sonne kommt von oben und genau, heller gestaltet, dass man wirklich das Gefühl hat, hier, das wird beleuchtet von oben mhm. und dass einfach da ein schöner Kontrast da ist. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt, mhm. das ist das Granieren, mhm. denn ja, das soll ja jetzt noch ein bisschen mehr Helligkeit bekommen mhm. und als Unterlage nehmen wir einfach ein Stück Pappe. Pappe. Und jetzt sozusagen die Lichtreflexe, da können wir zum einen wieder die Farbe vom Anfang nehmen, weil die jetzt sehr hell ist. Farbe.
Genau, so dieses, ja, Hautfarbe, kann man sagen. Und weiß geht auch. Und zwar die Farbe trägst du ganz trocken auf. Also du nimmst Farbe und streichst das so lange aus, bis eigentlich fast nichts mehr an der Pappe hängen bleibt. Und dann gehst du so, ach, guck mal, also über den Felsen rüber und dadurch, das ist ein echt toller Effekt, finde ich, kommen sozusagen alle Erhöhungen wieder raus. Ja, tatsächlich. Und ein bisschen mehr Farbe musst du einfach ausprobieren. Und so gehst du echt um den gesamten Felsen rum. Dadurch wird es so wirklich so super plastisch. Mhm. Was kommt denn jetzt noch so hier drauf, hier dran? Was können wir denn jetzt noch machen, damit es noch schöner wird? Noch schöner? Ja, da können wir tatsächlich was machen. Den Berg lassen wir erstmal so, aber das Wasser drumherum. Okay. Dann wirkt der Berg nachher auch gleich also aus noch dem Wasser schöner. Rauskommt. Ja. Genau, er kommt sozusagen aus dem Wasser. An der Amalfiküste haben wir ja auch festgestellt, ist das Wasser unheimlich grün, also so dunkelgrün, okay. Petrolgrün ungefähr. Das würde ich jetzt, jetzt mal irgendwie gucken, dass man nicht zu weit hoch am Felsen geht. Das kann man doch jetzt hier fertig nennen, oder? Würde ich sagen, ja. Ja. Und wenn man sich das mal so anschaut und mal dieses kleine Meisterwerk anschaut, bin ich der Meinung, dass wir das schon ziemlich gut getroffen haben. Ja. Also, ich auch. Ne? Ich glaube, wir können zufrieden sein. Genau, ja. Und ich würde das Ding jetzt mal gerne auf die Anlage stellen, um einfach mal dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie das denn aussehen könnte. Ja, sehr gerne. Nimm mal mit. Na, rüber. Machen wir mal. Ich lege das mal hier hin. Gut, und jetzt, dann nehmen wir das Timer und gehen damit mal auf die Anlage. So, stellen wir die Kiste doch mal hier hin. Aua. Ja. Hey, wir haben ja 8 Stunden an dem Teil gearbeitet. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt mal so einfach in die Ferne schaut, ist das natürlich echt gigantisch, was noch auf uns zukommt. Ja, das sind jetzt 10 bis 12 Kilo, würde ich sagen. Und wir haben das Ganze, diesen kleinen Berg auf einen halben Quadratmeter platziert. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir haben 170 Quadratmeter Italien-Landfläche und wie lange es doch wirklich gedauert hat, dieses Ding zu bauen. Also mit anderen Worten, das wird einfach eine riesige Herausforderung, diese Gipslandschaft zu bauen. Ich meine, da wird natürlich noch eine Menge Zeit drauf gehen. Aber also ich bin schon echt wirklich, wirklich sehr gespannt. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim zur Hand gehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Bella Italia. Ciao, ciao.